Filmst du? Ja. Was geht ab, meine Freunde? Omar Auto Export. Was soll ich sagen? Wir holen heute ein Auto ab. Auf dem Weg falsch. Zu deinem Bruder. Mein Bruder hat mich angerufen. Der hat gesagt, Bruder, Herz, komm, wir laden euch zum Essen ein, bei uns zu Hause. Mein Bruder, der Verräter, ist umgezogen aus Stuttgart, ungefähr 120 Kilometer entfernt. 90 aber auch. Nein, 120. Wir googeln nachher, du Idiot, Alter. Was stellst du mein Video rein? 120 Kilometer entfernt. Wichtig ist, wenn ihr so eine Reise, ich sage jetzt mal Reise, vorhabt und ihr habt einen zweiten Fahrer, wie die Unsüße da hinter mir, hinter der Kamera, dann nutzt es aus und guckt im Umkreis, da wo ihr hinfährt. Das habe ich gemacht, ich wurde auch fündig, Alhamdulillah. Wir fahren jetzt dahin zu dem, ich fahre jetzt erstmal zu dem Kunden, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sag mal das so. Ja, war richtig. Danke. Auf jeden Fall, wir nehmen euch mit, ich zeige euch dann das Auto, was es ist. Nichts Spektakuläres, es ist ein 200-Euro-Auto. Der Kunde wollte 500, bisschen bla bla bla, was letzter Preis, auf einmal 200 Euro. Das Auto geht höchstwahrscheinlich nach Libyen. Was für eine schöne Aussicht, ne? Die Gang ist immer mit dabei. Junge Mann, das ist für YouTube. Was machst du? Das ist Plastik-Handy. Der spielt nicht mit Handys rum. Unsere Kinder lesen Bücher. Der andere schläft und der spielt nicht mit Handys. Ja, Sie können die zur Bank bringen. Und meine Firmenadresse steht ja da. Ja. Frage, was haben Sie bezahlt für das Auto? Das Auto? Ja? Das habe ich 2016 gekauft. Aha. Für wie viel nur so aus Neugier? 6.000 Euro. Krass. Immer schön. Aber sonst war ein gutes Auto, ne? Ja, ja. Sonst hätte ich es nicht ja, gehabt. Mhm. Sonst, So, meine Freunde. Das ist ein Chrysler Voyage. Das Auto fährt sich jetzt auf den ersten Kilometer einigermaßen in Ordnung. 283.000 Kilometer. Ist ein Siebensitzer. Ich filme nicht mit der Hand. Ich habe eine Actioncam auf dem Kopf. Also Finger weg beim Handy, wenn ihr Auto fahren tut. Lenkrad ist ein bisschen schräg. Weiß nicht warum. Der meinte, der hat Lenkgetriebe getauscht. Aber haben die, glaube ich, nicht richtig eingebaut. Das ist das Haus, wo mein Bruder hergezogen ist. Da hinten Benz Nummer 1, Benz Nummer 2, mein BMW und das schöne, der schöne Chrysler Voyage. Das ist ein 2,4. Abgeschlossen. Im Dorf muss man nicht mal abschließen. Das ist offen. Das sind 2,4. Die 3,3 Motoren sind besser. Aber ich denke schon, dass der ein Kunde findet. Ich denke so, dass der für 300 Euro nach Afrika geht. Ihr wisst, ich habe 200 bezahlt. 100 Euro haben oder nicht haben. Wer bist du denn? Und Rost sieht man überall. Aber ist kein Problem. So, Essen ist fertig. Ja. Ich gehe jetzt was essen. Ich stehe hier im Regen. Abonniert mal den Kanal. Sag mal, die sollen abonnieren. Omar Auto Export, alle abonnieren. Was geht ab, meine Freunde? Guten Morgen. Ihr habt euch bestimmt gefragt, was will der ADAC auf meinem Hof? Ich erkläre es euch. Wir haben eine Big 170 Automatik, 240.000 Kilometer. Eigentlich ein sehr schönes Auto, sehr sauber. Das sehe ich euch von hier. Das Problem ist, dass Automatik ist. Also das Problem bei dem Auto ist, sind die Bremsleitungen. Und ihr wisst, bei einem Automatikauto muss man Bremse drücken, dass man den Gang wechseln kann.
da die Bremsleitungen durch sind und die Bremstätigkeit nichts bringt, wechselt er nicht von P auf N, sondern P auf D oder so. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie die Bremsleitungen oder vielleicht die Bremsen irgendwie fixieren kann, dass er wenigstens wechselt. Was geht ab, meine Freunde? Fragt mich nicht, was ich mache. Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe das halbe Getriebe ausgebaut, also die Plastikteile davon. Mein Mechaniker meinte zu mir, ich muss das ausbauen und dann darunter ist ein Knopf. Ich habe versucht, das irgendwie auszubauen, hat nicht funktioniert. Ich habe ein YouTube-Video angeschaut. Schaut mal. Der hat nur hier dieses Getränkefach, dieses Dosenfach ausgebaut. Und da ist ein Knopf, den drückt ihr. Und dann schaut mal, wie ein Wunder das Getriebe wechselt. So, meine Freunde, der Turan kennt ihr vom anderen Video. Der Kunde ist gerade da. Ich glaube, das ist nur der Fahrer, der zeigt dem echten Kunden das Auto. Ja, so schnell geht's. Ich beende jetzt das Video, meine Freunde. Abonniert, unterstützt mich. Zeigt es euren Freunden, damit alle abonnieren, damit sie zusammen wachsen.